Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Sam vom E-Design. Heute möchte ich euch zeigen, wie man in Adobe After Effects, Entschuldigung, Adobe Flash CS4. Ich habe gerade mit After Effects gearbeitet, deswegen ist gerade mir eingefallen. So, ich möchte euch zeigen, wie man einen Text im Entschuldigung, ich habe heute versprochen, Mask geben kann. Und zwar in Flash CS4. So, das ist unser Programm, wo wir arbeiten. Und das ist egal, wo ich aussucht, ob das AS 2.0 oder AS 3.0, it doesn't matter. So, einfach hier mal klicken und dann gehen wir auf Property, Edit, geben wir einfach 1000 zu 700. Oder lass es geben HD TV Einstellung. So, jetzt ist halt die TV-Einstellung, Background Color, geben wir einfach Gray. Okay, das ist jetzt unsere HDTV-Einstellung. So, was wir jetzt machen werden, ist to give einen Text, also wir schreiben einen Text, und zwar schreiben wir einfach AirDesign. Was vergessen. So. Und das ist unser Text. Wir vergrößern mal ein bisschen. So. Ein bisschen noch kleiner. Das ist genug schon. So. Was wir jetzt machen werden, ist jetzt ganz einfach, einen Glint zu erzeugen. Und zwar, dieser Glint soll einfach in diesen Text, nur in diesen Text durchgehen. Also von links nach rechts, von oben nach links, egal wohin. Aber in meinem Fall mache ich einfach von links nach rechts. Das bedeutet, ein Glint-Effekt ist ganz einfach ein Effekt, wo Schein aussieht. Zum Beispiel, ich zeige eine Glint, so ganz einfach. Das kann man machen, indem man einfach mit Color bearbeitet und so. Das ist einfach ein Glint-Effekt, das von in diese Text hineingeht und Effekte erzeugt. So, jetzt haben wir unseren Text hier und wir erstellen noch einen Layer. Ich habe das Glint ist gerade kopiert und ich füge es einfach ein. Habe ich jetzt hier unser Glint. Ich erstelle noch einen Layer. Und gehe ich auf die Originaltext, kopiere ich das, Steuerung und C, dann gehe ich auf meinen dritten Layer, Steuer, diese Zeichen Arrow nach oben drücken und V drücken. Jetzt habe ich in gleicher Position eingefügt. Das kann ich auch machen, indem ich Rechtsmausklick drücke oder Paste in Place drücke, das ist egal. So, jetzt habe ich zwei Texte, die gleich aussehen. Einer ist oben. Einer ist unten. So, die untere brauche ich gar nichts eigentlich. Ich schließe einfach noch für einen Moment zu und blende ich aus. Gehe ich auf die erste Layer. Das klicke ich auf den Text. Es ist selected. Dann gehe ich rechter Mausklick. Dann break apart. Was das bedeutet ist, jeden einzelnen Buchstaben zu schneiden. Und zwar individuelle Einstellungen. So, gehe ich hier, break apart. Jetzt habe ich jeden einzelnen Buchstaben geschnitten. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier klicke, habe ich das hier nur. Kann ich mir einfach groß machen, also beziehungsweise nicht diese Einstellung, sondern dann einfach hier gehe, kann ich mir einfach so groß machen, egal was. Das ist einfach individuelles Einstellung. So, das brauche ich aber nicht. Aber um diese Effekt zu erzeugen, muss ich das machen, sonst geht er nicht. Muss ich erstmal alles selektieren. Habe ich alles selektiert. Gehe ich Modify und dann gehe ich nochmal Break Apart. Was ich jetzt gemacht habe, ist jetzt diese Text mit Partizipen zu füllen. Wenn man sieht, ich kann zoomen, aber ganz einfach, jeden diese Text hier wurde mit
Partizipien gefüllt. Das sind kleine Punkte, aber Millionen oder aber Tausenden, ich weiß es nicht. Und das ist unser Effekt, was wir jetzt brauchen. Ohne das geht einfach nichts. So, jetzt gehen wir einfach zurück zu unserer Glent. Und das ist, da ist unser Glent hier. Gehe ich einfach hier, hier brauche ich das. So, jetzt brauche ich das. F8 zu drücken, zu konvertieren zu Symbol. Schreibe ich einfach Glent. Glent Effects. Ja, Effect ist besser. Die Registration Point ist egal, wo ihr das macht. Das hat gar nichts hier zu tun. Das bedeutet nur, wenn man Code schreiben möchte, das braucht man einfach. Aber in diesem Fall brauche ich keinen Code. Dann gehe ich einfach auf OK. Dann klicke ich nochmal, Doppelklick mache ich da rein. Jetzt bin ich nun, ich bin in eine andere Timeline angelangt. Hier habe ich meine ganzen Arbeiten, meine ganzen Texten, meine ganzen Glint-Effekten oder Break-Apart-Text. Aber ich will das nicht, sondern ich will nur diese Glint bearbeiten. Dafür muss ich Doppelklick machen. Und jetzt habe ich jetzt ein Keyframe auf ein Time One. Also das ist eine Current Frame heißt das. Das ist ein Frame. Und dann gehe ich auf circa 50. Selektiere ich das. Einfach einen Klick machen. Und je mehr ich nach rechts gehe, umso wenn ich so gehe, um die Text ganz langsam dann über den, also ich meine Glint-Effekt, dieser Glint ganz langsam über den Text hineingeht und auf der anderen Seite gelangt. Aber je kürzer ich die Frames mache, umso schneller es geht. Also in meinem Fall mache ich einfach 50, ist ideal. Gehe ich dann, drücke ich F6. So, jetzt habe ich noch ein Keyframe hingesetzt. Das ist nicht, nennt man auch Keyframe. Das steht man hier. Wie steht das? Current Keyframe, Click Keyframe, Insert Keyframe. Das kann man ja machen. Oder? Einmal zurück, zweimal zurück. Wo ich das selektiert habe, gehe ich mal rechts Mausklick, Insert Frame. Entschuldigung, muss man. Na, wo ist ne? Da, hier. So, jetzt habe ich das. Was ich mache, werde ich einfach hier von gedruckt halten, den Glint einfach hier rüberziehen. Das mache ich einfach mal Rotation. Jetzt habe ich rotiert und das mal nochmal Rotation. Jetzt gehe ich Create Motion. Jetzt so geht das. Wenn ich das probiere, wie das aussehen soll, sieht man so. Aber das ist nicht, was ich haben möchte, sondern ich möchte dieser Text nur in diese Glint nur in dieser Text gezeigt wird. Das ist ganz einfach zu machen, was ich vorhin auch besprochen habe. Mask, das brauche ich jetzt. Und zwar hier. Ich muss auf die erste Layer gehen. Das brauche ich, die erste Text brauche ich gar nicht. Das soll es sein. Wenn ich das ausblende, ist ja noch gerade ausgeblendet gewesen. Rechte Mausklick, da verschwindet es jetzt. Ganz genau aufpassen, wenn ich Mask drücke, verschwindet alles. So, verschwindet es. Aber den richtigen Text nicht. Das brauche ich ja nämlich. Dann gehe ich nochmal Control Test Movie. Voila. Wenn man sieht, sieht man, dass diese Glint in dieser Text vorbeischlicht. So, das ist ein guter Effekt. Wenn man jetzt noch mehr machen möchte, kann man auch noch den Text. Ich gehe zurück und den Text doppelklick machen. Gebe ich das ein schwarzes, dann kann man noch viel besser sehen den Glint. So, das nennt man Glint-Effekt mit Mask. So, und dieses Tutorial, ich hoffe, ich konnte euch was weiterhelfen mit eurem Design. Wenn man sowas erzeugen kann, dann kann man auch Website designen oder Glint-Effekt irgendwas geiles Sachen erzeugen. So, in diesem Sinne möchte ich euch verabschieden. Euer Design, A-Design, Sam. Mach's gut. Tschüss.